15. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Aeroshiva und das ist, ich wollte gerade sagen Tag 15, Pineview Drive. Wir sind wieder da und wir sollen anscheinend auf den alten... Wow. Was war das? Friedhof. Oh, habe ich eigentlich mein Bild unter dem Ding? Ja, habe ich. Gehen wir zum alten Friedhof. Scheiß drauf, wir gehen einfach hin. Oh, wieso ist das gerade so laut? Ich will das gar nicht so laut hören. Lass mich doch in Ruhe. Laufen darf ich auch nicht. Jetzt habe ich mich fast verschluckt, weil ich mache. Oh Gott. Ich laufe jetzt. Es ist noch hell und ich trinke jetzt einfach Tee und ich gucke nicht hin. Okay. Ach, übrigens, wegen dem... Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass das Spiel so dunkel ist. Ja, finde ich auch. Aber es gibt keine Möglichkeit, es heller zu machen. Ich habe schon alles durchforstet. Ich habe schon im Internet gesucht. Die einzige Möglichkeit ist, macht euren Bildschirm heller. Das habe ich auch gemacht. Es ist wirklich die einzige Möglichkeit. Ich habe meinen Gamma-Wert im Bildschirm, also bei den Bildschirmeinstellungen, total hoch gemacht. Das ist das Einzige, was hilft. Es ist einfach leider so. Es ist im Spiel nicht möglich. Man kann nichts machen. Finde ich sehr, sehr schade. Wäre cool, wenn man das vielleicht noch nachpatchen könnte, dass man es noch etwas heller machen kann. Denn der Dunkelwert ist einfach heftig. Hi, du. Mein Gott, bin ich klein. Ja, hallo. Ja, hallo, fein. Ja, du. Na schön. Tja. Ja, der Friedhof ist verschlossen. Da hat er recht gehabt. Und was soll ich jetzt tun? Ich gehe mal wieder langsamer, denn es wird dunkel. Und sonst habe ich die Linda gleich wieder an der Backe. Keinen Nerv für. Oh, wir könnten noch mal in das Zimmer gehen, was ich als letztes aufgesperrt habe. Welches war denn das? War das oben? Ich glaube, das war oben. Es ist schön, in der letzten Folge habe ich den Clown gar nicht gesehen. Das hat mir gefallen. Ah ne, hier ist der Globus. Globus. Da ist das Schachspiel. Dass die Türen immer so versetzt zufallen, ist auch so ein Scheiß. Ich habe keinen Schlüssel. Interessant. Ich bekomme wahrscheinlich jetzt den Schlüssel für den Friedhof. Rot. Total viele Streichhölzer. Da waren Batterien auch. Wow, das sind ja extrem viele. Fische? Okay. Ach Gott, Leute. Da sieht man ja gar nichts. Also ich habe es ja OBS auf dem zweiten Monitor neben mir. Und da frage ich mich gerade, ob das Spiel überhaupt läuft. Ja, es läuft, okay. Denn auf dem anderen Bildschirm, den habe ich halt so laufen, wie man es normalerweise sieht. Die normalen Spieleinstellungen sozusagen von der Helligkeit drin. Und... Und den Monitor habe ich ja super hell eingestellt jetzt, damit ich was erkennen kann. Da fällt mir immer wieder auf, wie dunkel das ist. Ja, ich finde es komisch, dass es so dunkel ist, weil... Sogar mit Taschenlampe sieht man sehr wenig. Also das wäre eigentlich, wenn ich jetzt was zu kritisieren habe, das wäre mein ganz starker Kritikpunkt. Atmosphärisch und alles. Ich finde es echt gut. Es gefällt mir. Es macht Spaß. Ich erschrecke mich schön.
Das macht nicht so viel Spaß. Aber der Dunkelwert, es ist einfach zu dunkel. Und nicht so, dass es Angst macht, die Dunkelheit, sondern so, dass ich sagen muss, es ist anstrengend. Geht der wieder an? Nee. Ich muss mal die Beine anders machen. Wenn ich mich nämlich erschrecke, dann würde ich mir die jetzt volle Kanne anhauen. Ah nee, ich wollte eigentlich zum Clown. Ja, ich wollte zum Clown. Ja, ich wollte schon, aber noch da ist. Er ist nicht mehr da. Er ist nicht da! Wieso ist er nicht da? Aber er hat mir einen Schlüssel da gelassen. Und was wetten wir, dass dieser Schlüssel zum Friedhof führt? Fuck! Ich will nicht! Ich will nicht, ich will nicht. Okay, warte. Wir gehen jetzt erstmal zu diesem Korridor. Scheiße, das heißt, dass der Clown irgendwo anders rum sitzt. Ja, okay, gut, aber hier geht's raus. Die Vogelscheuche ist wenigstens noch an ihrem Platz. Oh Gott. Und was bewegt sich hier im Haus? Was? Der Clown. Ja, ich bin raus, ich bin raus. Ich bin gerade echt froh, dass ich raus bin. Ich will gar nicht mehr ins Haus. Scheiße, ich muss zurück. Nein, ich will nicht ins Haus. Ich hab so keinen Bock, dass ich jetzt dem Clown über den Weg laufe. Oh, scheiße. Ist die Linda jetzt in dem Clown und erschreckt mich oder so? Oh, bitte nicht. Oh, nein. Ich komm nicht rein. Was soll das? Okay, also warte mal. Hier war ich, glaube ich, schon drin, gell? Hä? Fuck. War ich da nicht schon drin? Nach 2 Folgen wird es mir gleich wieder reichen, denn ich habe keinen Bock, dass der Clown sich hier jetzt rum... bewegt, dass der hier rumrennt. Das will ich nicht. Wie geht's denn dahin? Nein, kein Clown! Fuck. Der Jumpscare fehlt noch, ne? Nur mal so. Ich dachte gerade, da sitzt der Clown. Da bei den Früchten. Hä? Ist das nochmal ein ganz neuer Korridor hier? Ja, warte, dann schauen wir erst kurz da durch die Tür. Vielleicht ist da ja ein Zettel und ich darf aufhören. Und dann spiele ich, glaube ich, erst übermorgen wieder. Also, wenn der Clown jetzt anfängt, hier rumzurennen, dann breche ich das ab. Nee. Das muss ich echt nicht haben. Das ist eine dämliche Puppe, aber irgendwie macht der mir... Da war ein Geräusch. Ja, ja, ganz toll. Der macht mir mehr Angst. Ernsthaft, der macht mir mehr Angst als die Linda, als der Geist. Also, das ist wahrscheinlich eh der Geist, der dann den Clown steuert. Das ist mir schon klar. Aber es ist eine verdammte Clownspuppe, Mann. Mann, oder? Verdammte Clownspuppe. Oh. Hä? Hier war ich doch schon. Okay. Toll. Das hat mir jetzt viel gebracht. Ich gehe mal da hoch. Ja, weil den anderen Korridor kenne ich ja schon. Da war ich ja schon. Ah, Leute. Bei jeder Ecke habe ich gerade Angst, die ich rumgehe, dass er da hockt. Bei jeder verdammten Ecke. Scheiße. Der Jumpscare für den Tag fehlt halt auch noch. Da liegt aber, glaube ich, der Zettel. Hä, aber wo ist der Jumpscare? War der Jumpscare das, dass der Clown nicht mehr an seinem Platz saß?
Fertig! Oh Scheiße, das waren nur 10 Minuten. Verdammt. Egal, mir reicht's. Wir haben gesagt, einen Tag pro Folge, je nachdem wie schnell ich bin, so ist es halt dann. Ist mir gerade völlig egal. Ich bin gerade fix und fertig, dieser Clown. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Das muss ich verdauen, dass der hier im Haus rumrennt. Ich weiß noch nicht, ob ich da so große Lust drauf habe. Ich lese ihn jetzt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Linda dachte, sie hätte gestern Nacht seltsame Lichter von draußen gesehen. Ich glaube, es war nur der Leuchtturm von der Küste.